Punkt 12.10, Online-Präsenz von kommunal geförderten Vereinen. Hier ist Einreicher Fraktion Die Linke. Die Frau Muth stellt uns den Antrag vor. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren im Rat, im Publikum und am Livestream. Dresden hat ein sehr ausgeprägtes zivilgesellschaftliches Netzwerk. Das bedeutet, oder ich meine damit, dass es hunderte von Vereinen, Initiativen, Kultureinrichtungen, Jugendhilfe und Sportorganisationen gibt, die täglich das gestalten, was wir als Gesellschaft und als kulturellen Mehrwert in unserer Stadt begreifen. In den vergangenen Monaten hat sich besonders stark gezeigt, wie tragfähig, wie vielfältig und leistungsfähig genau dieses Netzwerk ist, in dem sehr viele neue Angebote entstanden sind, die genau den Bedarf bereichert haben, der eben dadurch entstanden ist, dass es viele neue Dresdner und Dresdnerinnen gibt und auch viele Gäste, die zurzeit hier in Dresden sind und nicht wissen, wie lange sie hier bleiben und die mit Hilfe von Integrations- und Sprachkursen, von Veranstaltungen, Themenabenden zu Flucht und Migration durch Beratungsnetzwerke und interkulturelle Patenschaften hier willkommen geheißen wurden und hier die Möglichkeit haben, ein bisschen Ruhe, Frieden und auch Hilfe zu finden. Diese Projekte, das hat sich in den letzten Monaten gezeigt, brauchen natürlich nicht nur Zuspruch und Anerkennung, sondern sie brauchen auch finanzielle Unterstützung, organisatorische Unterstützung, die werden sie finden und das ist auch an manchen Stellen immer noch ausbauwürdig. Deswegen möchte ich nicht behaupten, dass unser Antrag hier gerade die Antwort ist auf all diese Fragen, die sich stellen, aber es soll zumindest einen kleinen Teil beitragen. Wir möchten mit unserem Antrag erreichen, dass die Stadtverwaltung ein Konzept schreibt, das die Präsentation von nicht kommerziellen Initiativen und Projekten in der Stadt Dresden auf der Dresden-Seite, also auf der Online-Präsenz der Stadt, ermöglicht. Im Moment ist es so, dass sowohl im Veranstaltungskalender als auch unter den Kulturevents und so weiter sich sehr selten bis überhaupt nicht genau diese Angebote finden. Das hat verschiedene Gründe. An dieser Stelle wünsche ich mir, dass der Antrag dazu führt, dass hier auch die Schwellen gesenkt werden für die Projekte und Initiativen, die auf die Art besser sichtbar sein sollen. Das heißt, sowohl für die Dresdner und Dresdnerinnen als auch für Touristen, Gäste und so weiter. Dieser Antrag soll mit sich bringen, dass dieser Antrag wäre eine Win-Win-Situation sowohl für die Stadt, die damit eben zeigen kann, welche Vielfalt von Initiativen es in der Stadt hier in Dresden gibt. Damit meine ich nicht nur die Initiativen der letzten Monate, sondern auch die, die alltäglich hier zum Beispiel Theater und so weiter, Musikangebote zur Verfügung stehen, dass es eben sichtbar ist, dass es auch ein bisschen vielleicht den Ruf von Dresden wieder ein Stückchen stärker auch von dieser Seite bereichert. Es hat sich gezeigt, dass man eben auch in letzter Zeit oft darüber mehr hätte reden sollen, wie viel eben noch hier stattfindet und eben nicht nur die Aufzüge, die hier montags zu sehen sind. Und auf der anderen Seite soll es auch mit sich bringen, dass zum Beispiel Einwohnerinnen in den Stadtteilen, in denen Initiativen sehr wohl eigentlich flächendeckend da sind, dass sie einfach die Möglichkeit haben, sich zu informieren und vielleicht auch dort sich an die Veranstalter zu wenden und sich mit einzubringen. Zu der technischen Seite, ich bringe den Antrag hier ein in der Fassung, wie ihn der Ausschuss für allgemeine Verwaltung vorschlägt. Diese Ergänzungen haben vor allen Dingen damit zu tun, dass das Konzept, das Gesamtgefüge auf der Dresden-Seite nicht aus dem Gleichgewicht bringt. Und an dieser Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, dass der Stadtrat eben nicht direkt Einfluss hat auf den Inhalt der Dresden-Seite, aber der OB hat sehr wohl diesen Einfluss. Darum möchte ich hier auch den OB darum bitten, dass er, sobald das Konzept da ist, uns eben auch behilflich ist dabei, dass es dann auch möglichst zügig auf der Dresden-Seite umgesetzt wird. Ich möchte mich zum Schluss noch herzlich bedanken bei den Einwohnern in Dresden, die zu Hunderten und Tausenden sich dafür einsetzen und engagieren, dass wir eben hier ein kulturelles Angebot haben und eben nicht nur das, sondern einfach das zustande bringen, was wirklich eine Stadt lebendig und bunt macht.
Und ich hoffe, dass dieses Angebot dazu beiträgt, dass diese Aktivitäten mehr Anerkennung bringen und eben auch Unterstützung erfahren. Vielen Dank. So, jetzt liegen mir zwei Wortmeldungen vor. Herr Karten, Herr Vogel, in dieser Reihenfolge bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Internetpräsenz der Landeshauptstadt Dresden, dresden.de, ist eine Internetseite, die finanziert wird aufgrund von Vermarktungserlösen. Das heißt, die Stadt Dresden hat sich für den Weg entschieden, diese Seite nicht selbst zu finanzieren, sondern sie finanzieren zu lassen. Das müssen wir bei allen Gedanken, die wir im Zusammenhang mit diesem Antrag haben, im Hinterkopf behalten. Und wir haben 2015 die Ausschreibung für dresden.de erneut gehabt. Das heißt, wir haben erneut einen Vermarkter gesucht, der über entsprechende Erlöse die Refinanzierung sicherstellt. Und wir haben dort relativ harte Bandagen gesetzt. Der Vermarkter muss eine Garantiesumme abliefern und den übergroßen Anteil seiner Erlöse. Und Herr Scholbach hat selbst dann, als sozusagen aus meiner Sicht die Knebel schon eng genug gezogen waren, immer noch versucht nachzuverhandeln. Sie haben den Antrag gestellt, haben dafür gesorgt, dass der Vermarkter noch mehr abgeben muss und noch weniger Luft hat, um sein Geschäft voranzutreiben. Und das müssen wir alles beachten. Das ist sozusagen die Ausgangsposition, wenn wir hergehen und sagen, wir wollen die Seite jetzt öffnen für kostenfreie Präsentationsmöglichkeiten für nichtstädtische Akteure in privater Rechtsform, denn das sind Vereine. Ganz gleich, ob sie gefördert werden oder nicht gefördert werden, sie sind keine städtischen Institutionen und sie sind in privater Rechtsform. Und wer immer auf diese Seite will, muss prinzipiell nach unserem Vermarktungsprinzip dafür bezahlen. Das ist der Weg. Und insofern war das die Ausgangsposition im Ausschuss und da waren wir sehr weit voneinander entfernt. Sehr weit voneinander entfernt. Gleichwohl kann ich natürlich das Anliegen verstehen, dass man sagt, und Sie haben es auch in Ihrer Rede nochmal angesprochen, dass es Ihnen im Wesentlichen um nicht kommerzielle Aktivitäten geht. Und Sie haben auch aus diesem Antrag einen Prüfauftrag gemacht, um nämlich genau das zu tun, was unsere einzige Möglichkeit ist, nämlich mit dem Vermarkter ins Gespräch zu kommen. Und da hoffe ich, dass Herr Scholbach durch sein Agieren, ich sage mal, das gemeinsame Wirken nicht ganz versaut hat und der Vermarkter vielleicht eine Einsicht hat, um mit uns ins Gespräch zu kommen über dieses durchaus gute Anliegen. Denn was natürlich nicht sein kann, ist, dass wir da alle über einen Kamm scheren. Ich will ein paar Beispiele nennen. Was nicht gehen wird, ist, dass wir das geförderte Elbhangfest kostenfrei auf dresden.de lassen. Das ist ein kommerzielles Fest, da wird ordentlich Geld verdient, da werden gute Umsätze gemacht. Und wenn man Reichweite erreichen will und dort eine Anzeige schalten will, muss man halt bezahlen dafür. Ja, oder wenn es um Ferienfahrten geht, wo touristische Dienstleistungen, sage ich mal, angeboten werden, und man will die auf dresden.de präsentieren, dann muss man dafür bezahlen. So ist die Geschäftsgrundlage. Über alles andere, denke ich, kann man reden. Und wenn wir da Konsens haben, glaube ich auch, dass man da ein gutes Ergebnis erzielen kann. Insofern lassen Sie uns das jetzt so prüfen. Wir werden uns dennoch heute zunächst hier enthalten, wir werden aber nicht dagegen stimmen, werden aber mit unserer Enthaltung zum Ausdruck bringen wollen, dass wir die Herangehensweise, so wie Sie zunächst mal Ihren Antrag gestellt haben, so nicht einverstanden sind. Wir wollen aber das Anliegen auch nicht grundsätzlich behindern. So, jetzt als nächster Herr Vogel, dann Herr Genschmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Bürgerinnen und Bürger bzw. Gäste, es ist richtig, dass Vereine, Initiativen, Einzelpersonen und Projekte in den unterschiedlichen Sparten, die Stadtgesellschaft mit Veranstaltungen, Bildungs- und Freizeitangeboten sowie großen und kleinen Beiträgen zu einer vielfältigen Kulturlandschaft bereichern. Diesem Satz aus der Begründung zu Ihrem Antrag entnommen, stimme ich zu.
überzeugt und ohne Polemik, die uns und auch mir so oft von Ihrer Seite aus unberechtigt und vorsätzlich abwertend vorgeworfen werden. Die Stadt und auch wir als gewählte Stadträte können gar nicht genug Danke sagen für ein Engagement, das unser Stadtleben in seiner Fülle erst ermöglicht. Die Liste dieser Engagements für die Stadt ist lang. Fördervereine für große, weltbekannte Musikinstitutionen, Vereine, die sich um die architektonische Gestaltung unserer Stadt bemühen, Sportvereine, die Spitzen- und Breitensport mit ihrer Arbeit erst ermöglichen, Heimatvereine vor Ort, Initiativen der Wirtschaftsförderung oder der Start-up-Finanzierung, ehrenamtlicher Einsatz, der den Schwächeren unserer Gesellschaft unter die Arme zu greifen sucht. All dies bereichert unsere Stadt. All dies zeigt ein bürgerliches Engagement. Selbstverständlich erhebt meine Aufzählung nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Wo eine Grenze ziehen, wer bestimmt, was wichtig und werthaltig ist für diese Stadt? Meine AfD-Fraktion und ich maßen uns dies nicht an. Sie hingegen, liebe Freunde von der linken Seite, Sie hingegen, liebe Stadträte von der dunkelroten Seite, die Sie ja aber wirklich sind, die sich nunmehr auch in Bevormundung, Regulierung des Ehrenamts versuchen, wollen mit Ihrem Antrag eine klare Grenze ziehen. Wichtig ist aus Ihrer Sicht für Dresden, wer gefördert wird. Nur kommunal unterstützte Vereine, Initiativen, Einzelpersonen oder Projekte sind es wert, über die Seite dresden.de zusätzlich unterstützt zu werden. Hier will und wird meine Fraktion der Linken nicht folgen, weil ihre Position einfach falsch ist. Ja, es ist falsch. Sie bestätigen das ja mit Ihrem hämischen Lachen. Das Kriterium der städtischen Förderung, das Sie in Ihrem Antrag nennen, bildet zwar einen gewissen Teil, in keinster Weise aber das gesamte für die Stadt so wichtige bürgerliche Engagement ab. Beschränken Sie sich auf die kommunale Förderung, schließen Sie wichtige sowie maßgeblich wirkende gesellschaftliche Gruppen von dieser im Antrag benannten Unterstützung in Sachen Online-Präsenz aus. Dies empfindet die AfD-Fraktion als ungerecht, weil nicht objektiv, wenig ausgeglichen oder gar bewusst einseitig parteiisch. Sie schmälern, ja, Sie ignorieren die Leistung aller anderen, sich für diese Stadt engagierenden Menschen, die ohne Förderung durch Geld von den Steuerzahlern auskommen, ohne triftigen Grund. Daher wird meine Fraktion Ihren Antrag nicht unterstützen. Die AfD möchte bürgerliches Engagement fördern und die Partizipation an unserer Stadt stärken. Ihr Antrag hingegen schließt ein breites Spektrum an Zivilgesellschaft aus. Hier hätten Sie sich mal an Ihr planwirtschaftliches Experiment, was ich DDR nannte, und immer wieder an Ihre propagierte Gleichmacherei zum Vorbild nehmen können. Schade, dass Sie das diesmal versäumt haben. Vielen Dank. Herr Genschmer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, die FDP, Freie Bürgerfraktion, ich finde den Antrag der Linksfraktion wunderbar. Wir haben ja natürlich immer in der Haushaltsdiskussion diese ständige leidliche Diskussion, dass auf alle Fraktionen die Leute, die freien Träger, die Kulturschaffenden einströmen und um Unterstützung ihrer Projekte bitten. Und ein ganz großes Schlagthema, was wir hier immer haben, ist Transparenz. Und dafür stehen wir zu 100% und deswegen unterstützen wir den Antrag. Wir haben nur noch einen Änderungsantrag, dass die Vereine, die hier präsentiert werden, die gefördert werden von der Stadt Dresden, natürlich dort auch die Fördersumme mit angegeben wird, damit wir in der darauffolgenden Haushaltsdiskussion auch den Bürgern, in den Ortsämtern, in der Diskussion um den Haushalt die Grundlage geben, auch die Angebote zu bewerten, die Leistungen, die wir oder die finanziellen Mittel, die wir in diese Objekte rein investieren, sozusagen bewerten, Kosten-Nutzen-Effekt. Und aus diesem Grund lassen Sie uns das machen. Sorgen Sie für Transparenz beim Bürger. Auf zu neuen Zielen. Dankeschön. Ja, Herr Genschmer, wenn es aber ein Änderungsantrag war, hätte ich ihn gerne noch, weil ich im Moment noch nicht so richtig weiß, wo ich es einfügen soll. Gibt es weitere Wortmeldungen? Können wir das vielleicht dann gleich zum Schlusswort machen, Frau Muth? Dann auf geht's, bitteschön. Frau Muth.
Ich würde gerne auf das, was Herr Genschmar eingebracht hat, eingehen, aber vorher noch was richtigstellen, was Herr Vogel gesagt hatte. Und zwar im Antrag steht drin, dass kommunal geförderte Projekte in diese Auswahl reinkommen sollen, einfach nur aus dem Grund, weil das eine einfach zu realisierende redaktionelle Obhut der Stadt garantiert. Und ich glaube, ich brauche das niemandem erklären, warum so eine redaktionelle Einschränkung auf der Dresden-Seite Sinn macht und eben nicht jeder sich präsentieren kann, ohne dass vorher geguckt wird, ob wir als Dresden das auch für uns so vertreten wollen. Bei dem Antrag vom Herrn Genschmar verstehe ich, was er damit sagen möchte. Wir haben ganz bewusst diesen Antrag sehr einfach gehalten. Das sind nur zwei kurze Punkte. Es soll nämlich genau das mit sich bringen, was als Antrag drinsteht. Die Stadtverwaltung soll uns ein Konzept vorlegen beziehungsweise verschiedene Möglichkeiten prüfen, wie das zu realisieren wäre. Es klingt nämlich einfach, das Anliegen, aber in der technischen Umsetzung ist es relativ kompliziert. Das hatten wir eben im Ausschuss auch schon besprochen. Und damit wir eben eine möglichst breite, große Bandbreite von Varianten vorgelegt bekommen, wäre ich dafür, dass wir diesen Ergänzungsantrag rauslassen und das dann eben in den Ausschüssen, wenn das Konzept vorgelegt wird, besprechen können. Dankeschön. So, meine Damen, meine Herren, dann kommen wir zur Abstimmung. Zunächst möchte ich darauf hinweisen, das würde ich jetzt mal als redaktionelle Änderungen auffassen und nicht nochmal abstimmen. Von dem Ausschussbericht, dass da nicht der 31.12.2015 oder 30.04.2016 steht und in der zweiten Zeile, dass die beiden Wörter insbesondere und welche getauscht werden, das wird mir im Bericht so vermerken und zur Abstimmungsgrundlage nehmen und jetzt hier nochmal separat abstimmen. Als Änderungsantrag habe ich einen, der ist vom Herrn Genschmar eingebracht worden, einen weiteren Punkt zu ergänzen. Der heißt, die finanziellen Mittel, welche die Vereine und Initiativen erhalten sollen, bei der Internetpräsenz mit angegeben werden. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Das ist die Mehrheit, damit wäre das abgelehnt. Wir kommen damit zur Abstimmung über den Ausschussbericht, so wie ich es vorgetragen hatte. Wer zustimmen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung. Dem Antrag ist stattgegeben mit 37 Ja-Stimmen bei 4 Nein-Stimmen und 26 Enthaltungen. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 12.11. Herr Kiesling, wir wollen den Tagesordnung noch schauen. Ich hätte eine Erklärung zu meinem Abstimmungsverhalten. Ich habe es gar nicht gesehen. Ja, kein Problem. Ich würde gerne mein Abstimmungsverhalten erklären zu dem Änderungsantrag der FDP-Fraktion. Dieser Antrag ist entweder geprägt gewesen von großer Ahnungslosigkeit oder er ist von einer widerwärtigen Bosheit, die Stimmung macht gegen die widerwärtigen Bosheit. Ich möchte auch im Protokoll vermerken, haben, geprägt von widerwärtiger Bosheit, weil er behauptete nämlich, dass es hier Intransparenz gäbe in der Frage der Förderung von Vereinen und Verbänden in Dresden. Und ich glaube, Herr Genschmar, es gibt nicht eine einzige Förderung, die nicht jeder Bürgerin und jedem Bürger zugänglich wäre, durch Fragen, durch ganz einfache Recherchen oder durch eine Anfrage von Ihnen, wer wie gefördert wird, die Sie jederzeit veröffentlichen können. Die meisten Förderungen werden in öffentlichen Sitzungen von Gremien dieses Rates beschlossen. Und es ist eine Infamie, sich hier hinzustellen und zu behaupten, dass dort an irgendeiner Stelle in irgendeiner Art und Weise Intransparenz herrsche.